Ah, das ist schön, ein Rundgang. Oder auch nicht, weil wir jetzt hier so ein... Warum kannst du nicht während dem Schnellfliegen schießen? Okay, jetzt muss ich erstmal... Ich kann den gar nicht abschießen, ich muss an den rankommen. Ich finde das auch schön, dass dieser Käfer blau ist. Denn das erinnert sehr an die Eierdiebe mit dem Blauton. Finde ich cool. Hätte man auch drauf kommen können. Dass hier so Spawn-Dinger sind. Oh, super. Per. Jetzt müssen wir ihmchen hier nur noch fangen. Na, ah, hat er umgedreht, der Pisser. Haha. Okay, so kriegt man die auch. Ja. Das war zu erwarten, dass hier wieder so ein Spawn-Viech ist. Was ist das? Okay, ich sollte das besser dafür verwenden, das Viech zu fangen. Wie süß er den einfach verliert, so. Oh. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass das aufgeht. Weil da musste man schon echt nah ran. Oh, da oben ist jetzt der nächste aufgegangen. Das Logo, was da an der Wand war, das hat mir sehr gut gefallen gerade. Das da. Das sieht cool aus. So Käfer in der Mitte. Okay, es war aber nur ihmchen hier. So. Erstmal gucken, was hier oben noch drin war. Ach, nur Edelsteine. So, kommen wir dann hier ins Lilane? Ja. Aber es ist gut, wenn du auf der Stelle stehen bleibst und dich nicht bewegst. Das ist sehr angenehm. Okay, jetzt haben wir noch Special-Schuss bekommen. Okay, es fehlt nicht mehr viel. Okay. Wo willst du hin? Bleib hier. Na! Ich muss hier nochmal gucken, ob noch irgendwo Edelsteine sind. Kommen wir da lang jetzt? Scheint so. Man muss da so nah an den Stromzeug rangehen, ne? Ist jetzt nicht, dass mir das was schadet, aber es ist so irritierend irgendwie. Hier ist irgendwo wieder so ein Spawn-Viech. Ein sich bewegendes Spawn-Viech. Wow, es kommt sogar auf mich zu.
Okay. Er muss sich doch hier lang. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Das war einfach. So. Sind das hier die letzten Edelsteine? Ja. Super, wir haben alle Edelsteine. Jetzt müssen wir nur noch hier hinten diese Dinger hier kaputt machen. Alter, ich habe damals so Probleme damit gehabt. Annabelle. Ich habe damit so Probleme gehabt. Und jetzt habe ich einfach mal mir den Schuss aufgespart und das ging wupper wupper. So. Das ging doch mal fix. Ah. Das letzte Ei muss über besondere Zauberkraft verfügt haben, denn Sparks hat jetzt zwei neue Fähigkeiten. Er kann jetzt Schatzkisten aufbrechen und dich mit Hilfe des Atlas in beliebige Level transportieren. Wähle einfach den gewünschten Level aus und drück die Quadrattaste. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir alles haben. Schade eigentlich. Ach scheiße, ich wollte mir noch eine Kiste da lassen. Na, auf jeden Fall, das sieht dann so aus, dass Sparks dann halt einfach zu diesen Kisten dann schnell hin schnell und dann einfach die kaputt macht quasi. So. Wollte ich aber mal was gucken. Der Epilog. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ob das von den Könnerpunkten ist. Wir gucken uns den einfach mal an. Aber ich glaube, der ist echt von den Könnerpunkten. Und zwar haben wir hier, Nancy gewinnt doch noch Gold. Der gefürchtete Fluch der Schwanzschlange bewahrheitet sich. Stimmt. Da hat er davon geredet, als er bei sich da in dem Labor war. Die Seehunde erfinden den Tintenfisch-Skateboard-Sport. Skateboard-Sport ist auch ein Wort, ey. Oh, so viel Ort. Das Spiel Haudenbändle ist geboren. Eine Rhinox-Primadonna unterhält die Wolkenstadt. Die Bailey-Band findet eine leichte Beute. Ja, das ist sehr gut. Zoe und Amy wetteifern um Sparks Zuneigung. Ich weiß nicht, wer von den beiden. Sind beide komisch. Hilfs-Sheriff Holiday nimmt die Hilfs-Sheriff Holiday nimmt die berühmt-berüchtigten Edge-Badge-Bande gefangen. Die berühmt-berüchtigte. Oh Gott. Nasty Norg und Ripto. Mein Gott. Nasty Norg und Ripto halten ein Gipfeltreffen ab, um das Spyro-Problem zu diskutieren. Ach, die beiden Schergen müssen jetzt sich auch mal beraten, wie sie dann jetzt endlich Spyro kaputt machen. Bah! Jäger entdeckt, dass Babysitten schwieriger ist, als es aussieht. Ja. Danke fürs Spielen, du wirst uns fehlen. Oh. Das war der Epilog. Und ich schätze mal, dass der von den Könnerpunkten kommt. Und wir machen jetzt hier die super Bonusrunde. Die aber auch ein bisschen anstrengend ist. Leider.
Da fand ich nämlich die super Bonuswelt des Drachenufer im zweiten Teil besser. Ja, ich weiß, ich tue hier immer sehr viel mit Drachengezumpelufer vergleichen und so. Das liegt ja einfach mal ein Edelstein rum. Hey, du hast es endlich geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass du sie schlagen würdest. Moment mal, hier gibt's noch einen Könnerpunkt. Hier hat die Zauberin ihre ganzen Schätze versteckt. Aber nachdem sie geschlagen wurde, kam eine Räuberbande und hat alles geklaut. Wenn du die Diebe fangen kannst, darfst du den Schatz gern behalten. Ich glaube, hier gibt's noch... Okay. Ich glaube, hier gibt's noch einen Könnerpunkt. Was ist denn los, ey? Totally am Ausrasten. Oh, geil. Edelsteine. Was ist hier los? Warum kann ich hier nicht lang? Dankeschön. Hier war doch noch ein Zehner, oder hat Sparks das mitgenommen? Was war das denn? Du musst aber nochmal lernen, du. Es ist so viel. Oh, kannst du den auch kaputt machen? Nee, den kannst du nicht kaputt machen. Schade. Ist hier auch so viel drin? Also, war auf jeden Fall reichlich, sagen wir mal so. Ja, und hier sieht man ja diese Türchen. Und für jede Tür brauchen wir halt eine bestimmte Anzahl an Edelsteinen. Sehr gut. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl an Edelsteine, um hier jeweils eine dieser Türen machen zu können. Hinter jeder Tür verbirgt sich, glaube ich, der Super Power Flugpunkt. Alter, was ist denn los mit dir? Ja, komm hier ruhig vorbei, dann fahre ich dich ab. Bisschen dämlich war er ja auch, ne? Wie weit die Edelsteine hier geflogen sind. Was ist das hier? Achso. So. Hier wieder am Anfang. Find, hier hätten sie auch eine andere Musik machen können. So, was haben wir denn hier? Oh, hier ein Zweier. Da ist noch einer. So, ein Zweier. Die UFOs können wir auch noch kaputt machen. Super. 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 So. Was können wir denn jetzt mal hin? Ah, super. Ist das das Unterwasserfahrgedöns? Sie. Hallo Jäger. Hi Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie war wirklich besorgt um dich, als du auszogst, gegen die Zauberin zu kämpfen. Es war ziemlich komisch. Sie versuchte cool zu erscheinen, aber sie hatte eine Todesangst, bis du wieder sicher zurück warst. Ich habe gerade ein altes U-Boot repariert. Warum machst du nicht eine Spritztour damit? Repariert! Spritztour! Jawohl! Großartig! Komm an Bord! An Bord! Ohne ein D! Gut. Kennen wir ja schon.
falsche Taste zuerst gedrückt. Oh, Edelsteine. Eieiei. Super nice, super nice. Es ist so schnell. Wo bist du? Da bist du. Wir haben alle ziemlich ähnliche Routen irgendwie.